Ich würde tatsächlich gerne Elon Musk mal treffen. Ich finde, das ist echt ein spannender Kerl, der wahnsinnig leistungsorientiert ist und sozusagen der neue Edison ist, der sehr viele Dinge erfindet und auch die Kapazität hat, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Das Ja. bewundere ich schon sehr, dass er in der Lage ist, so viele verschiedene Dinge zu machen. Tesla, Solar City, SpaceX und so weiter. Das sind alles Riesenprojekte. Das sind Riesenprojekte. Das ist schon sehr erstaunlich. Okay. Es geht auch, glaube ich, bei ihm nicht um Konkurrenz, sondern es geht bei ihm tatsächlich um eine Mission. Davon bin ich überzeugt. Es gibt ja sogar einige wenige Unternehmer, die eine tatsächliche Mission haben. Steve Jobs wollte die Welt verbessern, Elon Musk will die Welt verbessern. Es gibt auch noch ein paar andere, die wollen die Welt verbessern. Und andere wollen vielleicht eine Industrie verbessern oder ein Produkt verbessern oder Ja. ihre eigene Lebenssituation. Aber es gibt so ein paar Verrückte, also ich zähle mich auch nicht dazu, aber so jemand wie Elon Musk will die Welt verbessern und will die Menschheit Ah. sogar retten, ne? Indem Okay. er sie auf den Mars bringt. Und das ist ja sein ultimativ erklärtes Ziel. All Ja. diese Unternehmen dienen ja nur einem Zweck, dass der Mensch eines Tages auf dem Mars leben kann. Ah, okay. Und das ist ja auch Ja, in stimmt, der ja. Mars Ja. Society sozusagen, die darüber diskutieren, wie das Leben auf dem Mars. Also die planen das richtig. Das ist keine Wunschvorstellung, die planen das. Ne? Das ist Auto hat er ja krass, schon mal ja. dahin geschickt. Was haben die da Und schon ein hingeschickt? Auto, ein Tesla, steht da, glaube ich, schon auf dem Mars. Ja, das nennt man ein. Und nein, aber Krass. wenn man sich darüber nachdenkt, das macht alles einen Sinn. Er Ja. installiert seine Solarpaneele auf dem Mars, die erzeugen den Strom sozusagen für den Tesla, ne? Die Boah. Raketen von SpaceX sind dafür da, überhaupt Krass. alles dahin zu bringen. Boah. Ja. Und Ist ja wahrscheinlich auch bezahlen kann man dann Raumflüge. mit PayPal. Ja. War es dann wahrscheinlich Das schwierig? hat er dann ja gegründet. Nee, Ja. jedenfalls, also er hat eigentlich nicht PayPal gegründet, er hat eigentlich X-Money gegründet und PayPal kommt von Peter Thiel und die haben sich dann zusammengeschlossen. Dadurch wurde ja Elon Musk dann auch Miteigentümer von PayPal.